So, Leute, jetzt habe ich es eigentlich mal geschafft, den Spielstand zu laden und habe den jetzt hier umgebracht. Aber fast auch das Zeitliche gesegnet. Ich verstehe das zwar nicht, weil irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig mit dem Kämpfen. So, jetzt öffnen wir auf jeden Fall mal die Tür da vorne und spielen weiter. Scherben und Stoff da durch. Schrotflintentüren. Jigsaw hat einige Türen in der Anstalt mit Sprengfallen versehen. Drücken Sie schnell die entsprechende Taste. Wenn sich der Pin bewegt, drücken Sie die falsche Taste oder sind Sie zu spät dran, dann müssen Sie mit einer Schrotflintenladung rechnen. Okay. Das ist die 4. Boah, ich muss immer voll schnell auf die Tastatur gucken. Sofortige Genesung. Einige Gesundheitsobjekte kommen sofort zum Einsatz, wenn Tab sie aufhebt und können nicht wie Gesundheitstypus in seinem Inventar abgelegt werden. Okay, das war so eine Bondage. Schlösser knacken. Einige verschlossene Türen können mit Objekten, die sie finden, geknackt werden. Dafür brauchen wir das dort. Nagel. Okay. Wir brauchen jetzt erstmal einen Nagel, um die Tür zu öffnen. Hier ist nix. Hier ist bestimmt was drin, oder? Oh. Was ist das denn? Okay. Das war aber nett von dem, dass er uns was eingenäht hat. Da ist auch der Nagel. Lesen, eine Notiz. Jigsaw-Notiz. Offenbar warst du nachlässig und wurdest angeschossen. Ich habe deine Wunde gepflegt. Du wirst überleben. Während der Operation habe ich die Gelegenheit genutzt und einen Schlüssel in deinen Körper versteckt. Für dich ist er nutzlos, aber nicht für die anderen hier. Überlebe. Ich bezweifle, dass irgendjemand die chirurgischen Kenntnisse besitzt, um den Schlüssel aus dir herauszuholen oder dich dabei umzubringen. Joa, das ist nicht so gut für uns. Weil die werden jetzt alle hinter uns her sein. Hier, was gibt's hier so? Nichts gefunden. Was ist das denn? Eine Schaufensterpuppe. Okay, wir müssen jetzt raus. Schlösser knacken, haben wir ja gerade gelesen, oder? Oder? Na toll. Okay. Sagen, das kommt so rum. So, so, so. Und so. Das grad, haben wir das gerade gelesen? Nee, ne? Okay, was gibt's hier so? Irgendwie mit dem Schlagen, das kriege ich nicht so gut hin. Ich weiß nicht warum. Die Tür ist zu. Toll. Ist nix. Boah, was ist mit dem denn passiert? Das ist auf jeden Fall aus irgendeinem Film. Die Szene. Not all my subjects protest their games. Such as you, Detective. Some seek purpose and to be tested. Some even create their own tests. Mhm. Okay. Toll. Was ist denn hier so los? Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Was ist hier? Trinken. Passiert da irgendwas, wenn wir das trinken? Wahrscheinlich ist das vergiftet oder so. Würde ich dem zutrauen. Was ist das hier? Oh, noch eine Fallakte. Tagebuch, ein Tabe. Oh, ich hab was im Hals. Tagebuchseite eines Kindes. Dann lesen wir das mal wie ein Kind vor. Mein Name ist Rose. Ich bin 8 Jahre alt. Meine Mami sagt, ich habe Kinderlähmung. Das ist schlimm. Bei mir ist es noch schlimmer als bei Onkel Jack. Ich kann immer noch laufen. Aber wenn er stets aussieht, als wäre er betrunken. Da bin ich jetzt in dieser Maschine. Sie atmet für mich. Daher nennt man sie eiserne Lunge. Ist das denn jetzt eine Herz-Lungen-Maschine oder was?
Nee, das war wahrscheinlich was anderes. Die Krankenschwester sagt, sie schreibt alles auf, was ich sage, damit mich mein Tagebuch nicht vergisst. Sie ist meine einzige Freundin. Klingt nach einer sehr traurigen Geschichte eines kleinjährigen Kindes. Was ist das denn hier? Ist das eine Zeitmaschine? Untersuchen wir mal. Ach so, oh Gott, da würde ich ja voll Panik kriegen, wenn die mich da reinschieben würden. Platzangst, aber mega, ey. So, was ist das denn da? Leichenschauhaus oder was? Okay, was ist hier los? Nassräume. Aber eine kaputte Toilette. Das brauchen wir nicht. Hier ist auch nichts. Irgendwas in den Spinnen? Nein. Auch nicht. Okay. Hier ist auch nichts. 4. Boah, ich muss immer auf die Tastatur gucken. Die Tür ist zu. Geschlossen. Da ist 8. Wir sind jetzt von der anderen Seite. Das ist auch hier der Raum. Jetzt müssen wir hier reingehen. Okay, die Sicherung haben wir nicht. Fallakte. Noch eine Fallakte. Moment. Zerbrechliche Wände. Einige der Wände in der Anstalt sind baufällig und schwach. Reiten Sie sie ein, um einen neuen Weg freizulegen. Die meinen wahrscheinlich die Wand hier. Aber wir lesen erstmal die Fallakte. Whitehouse Memo. 15. Dezember 1897. Einigen ist gewiss aufgefallen, dass sich die Mauern in einigen Bereichen verzogen haben und in anderen stark eingestürzt gefährdet sind. Mal kurz dazu noch. Irgendwie liegen die Notizen genau da, wo auch was damit zu tun ist. Zum Beispiel jetzt auch hier eine Wand, die kaputtbar ist. Naja, egal. Bitte verlegen Sie alle gegenwärtigen Patienten aus diesen Zimmern, damit die Mauern nicht einreißen und auf diese Weise fliehen können. Der Bauleiter, mit dem ich heute Morgen gesprochen habe, hat mir versichert, dass dies nur aufgrund des sich setzenden Fundaments geschieht. Ich hoffe, das ist bald vorüber. Ach so, das müssen wir jetzt kaputt hauen. Oh. Na komm, hau rein, ey. Hau drauf, ey. Voll. Damit sind wir jetzt durch. Sehr gut. Was ist hier drin? Ah, die Sicherung, die wir brauchen. Die Tür ist verschlossen. Okay. Dann müssen wir zurück. So, die setzen wir jetzt mal hier rein. Und die Tür geht auf. Welch ein Wunder. Guck mal kurz. Ich wollte mir das nochmal angucken, wie das hier funktioniert. Die Tür geht auf. Aber warum? Was hängt hier denn? Verstehe ich irgendwie nicht. Wie soll das dann funktionieren, ja? Ja, klar, die schießt dann hier runter, aber warum? Moment mal, ach scheiße, jetzt kann ich die Tür nicht mehr aufmachen. So ein Mist. Naja. Okay, also bevor wir jetzt hier reingehen und irgendwelche schlimmen Dinge passieren, machen wir hier mal einen Cut und machen dann in der nächsten Folge weiter. Und dann könnt ihr euch das mal ansehen, was Krankes da passiert. Ansonsten wie immer, passt auf euch auf.